Hallo und herzlich willkommen zurück zu Satisfactory, diesmal auch mit Mikes Stimme. Hi! Ja, er hat nochmal raufgeguckt, jetzt gab's einen Ausschlagpegel. Wir starten hier am MRM, denn der Mike, der haut jetzt auf Monorail-Technologie meinen Stern rauf. Milestone reached. A new set of buildings and vehicles needed for long-range transportation has been made available. Ja, ist gut, Alter. Dann haben wir Mom bei Katerium, bei Alien Organe. Da war dann noch Scanner, Stator müsste das sein und Oszillatoren für den verbesserten Objektscanner. Die Sachen hast du jetzt gerade? Ja, nein, Fragezeichen? Der Oszillator fehlt noch. Okay, na, da haben wir ja einige drüben. Da könntest du ja gleich mal gucken, wie viele das sind. Weil bei Quarz selber haben wir ja auch noch was freizuschalten. Ja. Augenblick. Es sind... Ach so, da ist ein Lager. 107. Ah, schade. Obwohl doch, das reicht noch, dass wir... sowohl den Objektscanner-Verbesserung als auch den Radar-Turm bekommen. Also bringe ich 107 mit. Ja, den Radar-Turm selber müssten wir ja dann nochmal bauen. Der wird dann auch nochmal Oszillatoren kosten. Aber wir haben ihn dann schon mal freigeschaltet. Außerdem hat der Mike uns offscreen, ihr seht schon unten links bei mir, unser Lieblingsspielzeug freigeschaltet. Jetpack! Oh, ich jetzt bestimmt gleich mal die... Mams freischalten wird, fahre ich mal zum Ölgebäude rüber. Habt ihr auf der rechten Seite schon gesehen, dass ich da 5 Brennstoffgeneratoren als Rezept gelegt habe. Denn wir haben wirklich massive Stromprobleme. Mal wieder, wir haben jetzt schon die Schredder abgeklemmt. Lassen jetzt bloß noch die Grundproduktion laufen gerade. Muss man natürlich so schnell wie möglich beheben, indem wir da jetzt endlich mal Generatoren bauen. Achso, vorher wollte ich einen Abstecher am Baustoffgebäude machen. Ja. Sag mal, welche Verbesserungen sollte ich jetzt aktivieren? Bei Alien Organe, die Scanner-Verbesserung, Dingsbums da Moppet. Ja, das ist drin. Und bei Quarz? Den Radarturm. Ja. Okay, da muss ich klöppeln. Bei schweren modularen Rahmen habe ich nicht. Oh. Ja. Ist doof. Die wolltest du ja alle haben. Bisschen davon, ja. Hm. Und dann noch ein paar Platten. Überlegen. Wir kosten nur Beton. Gut. Ich habe so. Ich kann uns aber gerade noch was anderes freischalten. Oh, was denn? Das wirst du gleich erfahren, sobald ich es getan habe, wenn ich hier das ist. Richtige Material finde. Noch unter dem Alien-Organbaum. Achso, ist jetzt dann sichtbar geworden, ne? Ja. Aber irgendwie... Ah, jetzt. Was war das jetzt? Das Erkennen feindlicher Lebensformen mit dem Objektscanner. Oh! Das heißt, wir können dann in Zukunft gezielt nach Alien-Organen suchen. Nach Alien, ja. Ja, also, naja, nach Alien suchen halt, ne? Weil wir brauchen ja dann Aliens. Richtig. So, wir haben uns nämlich überlegt, das hat man ja schon mal angesprochen gehabt, als ihr Mike nicht hören konntet, dass es nicht dumm wäre, wenn wir dieses Gebäude hier von der Fläche deutlich erweitern. Denn es wird ein... mehrere Abteilungen im Gebäude sozusagen, aufgrund dessen, dass er hier die komplette Produktion irgendwie zusammenhängt. Und wenn eins voll läuft, ist das andere am Stocken. Und wenn wir jetzt hier aber unsere Energie anbringen wollen, haben wir ein Problem, wenn eins überhaupt nicht stockt. Weil dann haben wir einen Stromausfall.
Deswegen werde ich jetzt hier weiter, Mensch, hier, weiter Fundamente setzen. Waren das jetzt dicken Fundamente? Das waren dicken. Und das Blöde ist jetzt mit diesen Flüssigkeiten, dass wir die natürlich nicht zwischen den Stockwerken hin und her transportieren können. Dafür haben wir ja aber die Behälter erforscht. Damit wiederum, vor allem jetzt mittlerweile auch mit MK4-Liften, sollte es deutlich leichter sein, dass wir verschiedenste Stockwerke hier draufsetzen auf dieses Gebäude. Allerdings nicht über den Generatoren. Das haben wir uns überlegt, das wird einfach so hoch, weil ich zeig's euch nochmal hier, die Generatoren, die sind enorm hoch. Ja. Die sind sogar schon höher als die Raffinerien. Ja. Das wäre einfach ein bisschen too much dann. Also das wäre so viel Materialverschleißern. Dann machen wir uns damit eine Fläche nur für die Generatoren, so wie bei den Kohlekraftwerken damals. Oder immer noch. Wo die dann da frei atmen können, die Generatoren, während wir links daneben von jetzt hier aus gesehen, links daneben dann da die Kunststoff-, Gummi-, Treibstoffproduktion da hochschrauben. Aha. Ich habe etwas festgestellt. Dass du jetzt dran bist, ja? Ja, auch das. Dass die Transportröhren unsere Stromtöter sind. Die sind ja nicht dauerhaft aktiv. Doch das mit der roten Leuchte und der grünen Leuchte. Ja, aber in dem Moment, wenn du die benutzt, und wir haben leider gerade eine Stromspitze in dem Moment, kicken wir alles auseinander. Das hatte ich nämlich eben. Was? Aber die sind so praktisch. Aber stimmt, mir fällt gerade ein, in dem Moment, wo man in dieser einen Röhre zum Beispiel drin ist, aktiviert sich gleichzeitig auch noch die zweite und dann sind wir schon bei 80 Megawatt, ne? Richtig. Das ist natürlich auch schon. Müsste man sich also wirklich nur für weite Strecken das nehmen? Ja, so das Zwischen, das Umherschießen zwischen Stockwerken ist dann schon ein bisschen dekadent. Man doch Treppen nehmen, weil die zweite Variante wäre ja halt mit den wie heißen sie nochmal, mit diesen Sprungplattformen, und die fressen auch ziemlich viel Strom. Ja. Jeder Gang macht schlank. Aber es kostet Zeit. Wertvolle Aufnahmezeit, weißt du? Aufnahmezeit, in der ich nicht zu hören bin. Echt gespannt, ob dein Wetteinsatz jetzt irgendwie da noch aufgetaucht ist, ob ich den nochmal wiederholt habe oder so. Also für alle, die es noch nicht wussten, wir hatten ja eine Wette abgeschlossen wegen dem Jetpack. Wie kann ich dich nochmal muten? Moment. Und wir hatten ja gewettet, ich habe gesagt, dass die Jetpacks wahrscheinlich nicht mit irgendeiner Art von Biotreibstoff arbeiten werden. Das hast du gesagt? Ja, und der Robin hat dagegen gewettet. Und dann ist die Wette noch nicht abgeschlossen, mein Lieber. Wir haben nämlich noch einen Biobrennstoff. Du meintest den Feststoff. Das hast du gerade nicht gesagt, das ist ja Biotreibstoff. Das ist aber in deiner Aufnahme zu hören. Du sagtest irgendeine Art von Biotreibstoff. Hast du gerade gesagt und du bist gerade zu hören gewesen. Du hast die Wette modifiziert. Habe ich nicht. Doch. Nichtsdestotrotz, Robin ist dazu verpflichtet, 200 Computer von Hand zu klöppeln. Ja. Dies wird eine Sonderfolge für alle, die es sehen wollen. Seit wann bestimmst du meinen Kanalinhalt? Warte mal. Ja, eine Sonderfolge werde ich nicht draus machen, aber ich werde daraus vielleicht einen Schnitt machen oder irgendwas mache ich. Das Vorbereiten der Zutaten ist ja in der Wette nicht inbegriffen, ne? Dass ich die nicht per Hand machen muss. Ne? Richtig, das habe ich auch schon gesagt. Mir ist es egal, solange wir keine feste Computerherstellung haben. Hauptsache, er legt mir 200 vor die Füße. So, Meister, ich habe da mal ein bisschen die Fläche vergrößert. Das ist gut. Was machst du jetzt eigentlich die ganze Zeit noch? Klöppeln oder was?
Ja, schwere modulare Rahmen. Okay. Ja, gerne welche abgeben, aber ich habe so wirklich rezeptgenau für die Generatoren. Aber wenn du schon groß ansagst, dass ich das freischalten werde in dieser Folge, dann muss ich das ja auch tun. Mhm. Und jetzt funktioniert die Röhre nicht. Ach, es ist ein Stromausfall. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ja, unsere Kohlekraftwerke haben schon wieder... Ein kleines Problem. Welches? Die Brennstoffgeneratoren akzeptieren nur Röhre als Eingang. Das heißt, wir müssen automatisch so rechnen, dass auf jeden Fall eine Raffinerie davor geschaltet ist, die dann direkt per Pipeline da reinläuft. Jo. Jo. Schön, ne? Da mache ich jetzt erstmal ein Provisorium, damit wir halt wieder eine stabilere Energie haben. Ich gehe jetzt hier hinten zu deinem Treibstoffendlager hin. Da hattest du doch so ein Reservoir zwischengeschaltet. Ja, genau, hier ist es doch. Nee, da. Nicht, das ist... Hattest du da nicht so ein Reservoir zwischen? Jetzt das war vor langer, langer Zeit. Damals, Zeiten, als wir noch waren. Zeiten, wo wir noch stumm waren. Das wirst du mir jetzt ewig vorhalten, wa? Oh ja. Ich muss mir mal so ein Tastenkürzel einbauen, wie ich dich dann wirklich auf die Schnelle stumm schalte. Aber das kannst du ja nicht verhindern. Das kann ich einfach mitten in irgendeinem Satz mit reinwerfen. Dir schon klar, dass ich dich auch rausschneiden kann im Nachhinein aus dem Ton? Ja, mir ist schon klar, dass ich die Folge im Nachhinein sehen kann. Ja, aber keiner wird hören, was du gesagt hast. Echt mies mit dem Treibstoff. Ich frage mich jetzt gerade, wie man dann den abgefüllten Treibstoff, wenn man den transportiert, was man dann damit machen soll noch. Für Autos. Ah. Ja, stimmt, für LKW-Transporte, ja. Jetpacks. Also viel verbrauchst du ja nicht, wie hier benötigt wird dann. Jetzt muss ich von Strom anschließen, damit wir schon den ersten Strom aus Öl gewinnen. Da noch ein bisschen. Nee, wo ist denn die Stromzufuhr für das Gebäude? Bestimmt, ne? Ach, nehmen wir das hier so lange, bis wir was anderes finden. So, Motor läuft. Hat der unten Ausstoß? Nee, hat er nicht. Und es geht schneller rein als raus. Das heißt, wir können mit einer Treibstoffproduktion mehrere Generationen antreiben. Oder eine übertakten. Oder eine übertakten. Läuft die denn schon auf 100%? Ist sie jetzt auf 100%? Nee. Ah, die frisst auch wieder nur. So wie sie gebraucht wird. Ja, dann sollten wir es vielleicht lassen. Mach mal Schredder an. Und mal gucken, ob es dann weniger Treibstoff wird im Tank. Alles klar, ich soll die Maschinen starten. Start die Maschinen. Augenblick, ich muss erst laufen. Oh. Ja, das Ding hat ja keinen An- und Ausschalter. Wo hast du denn? Ach, da. Strom, Kabel muss wieder. Ja, ja, ich musste nur gucken, wo war denn vorher der Stromzufuhr. Und mach da mal vorsichtshalber auch den hinten am Oszillatorgebäude an. Weil ich bin jetzt gerade mal bei 84%. Und es wird immer noch nicht weniger Treibstoff. Warte mal, das kann ich doch nachrechnen, Mensch. Da steht da 15. Kubikmeter die Minute verbraucht er. Jetzt gucken wir mal, wie viel produziert wird die Minute. Das sind dann... Das kann so nicht stimmen. So, 60 die Minute. Nee, 40. Also mindestens zwei Generatoren kriegen wir damit ernährt. Müssen wir mal gucken, haben wir hier irgendwo eine Batterie gerade mal rumfliegen? Oder drei am besten noch.
mal, hier ist eine. Ich nehme mal aus Platinproduktion was raus hier. Also überall, wo ich jetzt Batterien hier hinten finde, nehme ich die mal raus. Hat das nur eine verbaut hier, kann das sein? Ach ne, hier. Wo nimmst du Batterien raus? Hinten aus dem Ölgedönse für Plastik und Du weißt schon, dass dann dein Treibstoff noch weniger wird, der produziert wird, ne? Nein, du hast es doch nur übertaktet, damit es schneller produziert. Ja, genau. Und wenn es langsamer produziert, wird auch weniger Schweröl produziert. Weil es ein Nebenprodukt ist. Und dann wird dein Treibstoff auch langsamer produziert. Okay. Und dementsprechend werden dann auch die Produktionsraten verändert. Aber erst dann, wenn nicht mehr genug Schweröl da ist. Ich sehe jetzt bei 90% Auslastung, die er gerade eben noch hatte, weil irgendwelche Stromspitzen wieder dabei sind. Vermutlich sind gerade die Kohlekraftwerke am Schwanken. Dass Treibstoff nicht weniger wird. Da steht da jetzt so mit 30,4 Kubikmeter die Minute und diese eine Raffinerie, die produziert 40 die Minute. Wenn es denn auch genug Schweröl kriegt. Wenn es genug Schweröl kriegt. Also sprich, wenn wir wenn wir drei Raffinerien hinstellen, können wir vier Generatoren damit antreiben. Und wir haben Stromausfall. So viel dazu. Ja, weil die Kohlekraftwerke gerade ausgefallen sind. Ach Mensch, jetzt mach schon hier. Ja, bleibst du jetzt stabil? Gut. Also nur rein rechnerisch könnte man, ohne zu übertakten bei den Generatoren, mit drei Raffinerien dann vier Generatoren füttern. So, hier waren zwei drin. Oder? Und da müsste eine drin gewesen sein, bei Platinen. Ich nehme dann jetzt aber mal wieder die Schredder von der Leitung. Ja, kannst du das machen. Das war ja bloß mal testweise jetzt, um zu gucken, wie das funktioniert. Ja, dann kann ich jetzt erstmal im Normaldurchlauf schon mal zwei Generatoren ernähren. Das sind, schon mal 300, das sind dann nämlich schon mal 300 Megawatt insgesamt. Mehr machen die nicht. Okay, ja gut. Ja, doppelt so viel. Mehr als doppelt so viel als die Dingens hier, die. Nee, ist genau doppelt so viel wie die. Mensch, wie heißen sie jetzt? Kohlegeneratoren. Die mit drei Batterien bestückt sind. Ja. Okay. Aber die Kohlegeneratoren sind auch ständig am Ausfallen schon wieder. Ich sehe es ja allein an den Schornstein. Na, ich hab's gerade hier an der Auslastung gesehen. Und wieder Ausfall. Lass ich hier erstmal ein bisschen Treibstoff reinlaufen. Warte mal eben noch. Ich hab mich noch keinen Stromanschluss hier. Na? Jetzt müssen wir auf 2,7 kommen und das sollte jetzt hoffentlich ein guter Puffer sein. Ja, 2,7 hat er drin. Kann er gerne hochspringen auf 2,5, das ist mir sowas von Wumpe. Denn jetzt haben wir eigentlich ausreichend Energie als Puffer. Wenn du das sagst. Das einzige Problem wird sein, was mir gerade einfällt, der Plastik wird nicht weiterverarbeitet gerade. Das heißt, das wiederum läuft voll, dann wiederum läuft die Raffinerie voll, die dann wiederum kein Schweröl weiter produziert. Und wir haben Radatum freigeschaltet, dankeschön. Bitte. Ich meine, noch läuft's. Noch produziert, ah. Und wann ist Pumpe? Müssen wir noch einen Schredder anbringen für Plastik? Das heißt, wir brauchen 8 Generatoren, um Plus zu bekommen. Ich glaube weniger, dass wir das so machen werden.
Da, Ausfall! Echt jetzt? Warum? Fallen gerade alle Kronengeneratoren aus, kann das sein? Ich fahr mal hin und guck. Ja, auf jeden Fall. Das schwankt gerade so. Ey, das ist doch schon wieder zum Heulen. Ja. Die Schredder waren ja aus, ne? Die Schredder sind aus. Okay. Ja. Aber irgendwelche Kohlegeneratoren fallen weg. Jetzt gerade brennen sie alle. Ja, gerade eben hatte ich zwischenzeitlich nur 2,5 von 2,7 zu stehen. Ja, aber so ziemlich die letzten zwei auf jeder Seite kriegen so wenig Kohle, dass sie nur kurz anlaufen und dann wieder aus sind. Dann reiß sie ab. Ich soll die abreißen. Reiß sie ab, damit es dann nicht mehr so hin und her schwankt. Wir werden hier jetzt ja nach und nach nachjustieren. Das sind dann jetzt mal 4 Kohlegeneratoren weniger. Ja, ganz zur Not machen wir dann die Hauptstromzufuhr ab, legen uns hier eine separate für die Kohle, für die Ölkraftwerke. Weil in Zukunft wird ja sowieso von hier aus der Strom geschaltet. Gar nicht mal so dämlich eigentlich die Idee. Weißt du, was wir auch noch bedenken müssen? Die Ölpumpen fressen ja auch Energie. Mhm. Wahrscheinlich nicht wenig. Und wieder Auswahl. Weil wir jetzt gerade mal eine Stromerzeugungsspitze von 2100 Megawatt haben und wir derzeit permanent drüber sind. Oh, ich komme auch rüber zum Schaltkasten weg. Komm mal was. Sobald ich meinen Dauer wieder finde, den ich da hinten abstehen lassen. Ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber es gibt keine Kohlekraftwerke mehr, die zu wenig Kohle haben. Die haben alle genug Kohle. Unsere Abnahme ist gerade viel zu hoch. Ja, und eben dessen sag ich, geht zum Schaltkasten. Auf dem Weg. Wir müssen jetzt auf jeden Fall eine stabile Energieversorgung hinbekommen. Möglichst durch Öl. Aber da halt nur eine Komponente eigentlich haben, die reinlaufen muss. Das mit dem Wasser und der Kohle ist ein schönes Ding. Vor allem für den Anfang, das bringt erstmal Energie, aber ihr habt gesehen, wie instabil das ist. Und gleich ist er da. Hat zwischendurch noch einen Stein umgefahren. Ins Wasser fahren, Robin, sonst kommst du wieder nicht ran an den Explorer. So. Lauf ist besser. Was hier? Auch Stahl. Und das hier ist wiederum ein Kupfer. Machen wir mal weg. Ja, da wird eh gerade nicht gefüttert. War 1,9 nur. Ja, auch nochmal welche. Hä? Was läuft denn da jetzt noch? Haben wir Ulm von doppelten Kreis gezogen? Ich nicht. Den ganzen Stromkreislauf hast du gebaut. Ich habe ja nicht alles gebaut. Du hast alles umgeklöppelt. Ja, nur hier vorne hatte ich. Ich hatte einmal für die linke Seite und einmal für die rechte Seite. Jetzt haben wir hier aber auch noch. Ach, Baustoffgebäude ist auch noch mit dran hier. Problem ist aber, damit ziehe ich mir jetzt auch gleichzeitig wiederum die Zufuhr von den Ölgeneratoren raus. Und da jetzt nochmal neu legen. Wird denn den Strom fürs Ölgebäude hergezogen? Aus dem Baustoffgebäude, oder? Das ist da mit rangehend, ja. Ich kann dir aber sagen, was auf jeden Fall ein sehr großer Mitabnehmer von Strom ist. Die Oszillatorenhersteller. Hier schon abgeklemmt. Die hast du schon abgeklemmt? Ja. Also, die Büste.
Außer die kriegt von woanders der Strom. Eigentlich hätte die abgeklemmt sein müssen. Ich will noch mal gucken. Ach Mensch, ja, die hängt doch hier an dem Kohlekraftwerk Stromkreislauf zusammen. Dann müssen wir das mal ändern. Mache ich mal auf die Schnelle. Wenn ich Draht hätte und Stangen hätte. Hast du Draht und Stangen? Ich bin jetzt gerade schon auf dem Weg, den Stromkreislauf vom Öl umzuklemmen. Gut. Dann ziehe ich meine Stelzen an, das geht schneller. Dann ziehe ich meine Stelzen an. So, das geht schneller. Draht und Stangen. Chaos wie immer. Ich kann eigentlich hier runter. Ach, doch nicht. Dann nehmen wir es direkt. Ja, einige. Ja. Moin. Und dann gehen wir weiter. Dann, hier sind Stangen. Das sollte locker reichen, aber was hat Art. Schaden. Das Rucken ist immer häufiger, habe ich das gehört. Oh, ich habe Beton. Ich sehe es nicht. Ach, da ist es doch. So, ja, dann werde ich halt Oszillatorengebäude mal einen eigenen Kreislauf geben hier. Beziehungsweise an dem Kreislauf für. Was ist denn? Ach, das ist nur der Strom für Hub und Batcave. Achso, na dann. Passt es ja mehr oder weniger schon fast. Wiederum. Der hier ab. Und wir müssen dann aber okay, das der hier muss Atomgebäude hier drüber seine Zufuhr und jetzt müssen wir aber hier wieder anschließen, weil das ja die Kohlekraft ist. Komm schon. So, Öl hat jetzt eine eigene Leitung. Ich muss das noch einmal abklemmen und dann. Ich musste mich dabei auch im Kampf gegen mehrere Schweine behaupten, die ja alle respawned waren. Ich bin ja auch unterwegs nicht irgendwie an 7 oder 8 Erzvorkommen vorbeigekommen, wo ja so nie welche rumlaufen im Normalfall. Ich verstehe die eine Stromlinie nicht. Ach, das ist die vom Stahlgebäude. Ah! Die hängt an der Hauptleitung mit dran. Ich dachte die ganze Zeit über, das ist das Kohlekraftwerk, die Kohlekraftwerklinie hier. Die Kohlekraftwerklinie, die läuft doch für die Kohlemeiner, die läuft doch hinten lang beim Förderband. Ja, das habe ich jetzt auch entdeckt. Da habe ich mich gefragt, was ist denn das jetzt hier für eine Linie? Die ist von deinem Stahlgebäude, der Stromzufuhr. Ja, die hast du gezogen. Der war aber so angeschlossen, dass der direkt am Kohlekraftwerk angeschlossen war und nicht über einen Schaltkasten. Und das, was ich gezogen habe, war der Schaltkasten. Ich kann nichts dafür, wenn der Schaltkastenbauer nicht alle Leitungen in den Schaltkasten legt. Guckst dir ja meine Folgen an, was dir sagt, ne? Bedingt.
War jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte Stromproblematik-Folge. Und jetzt werde ich mal vor diesen Mast hier Stahlträger legen. Vor dem hier werde ich mal was aus Eisen legen. Habe ich was aus Eisen dabei? Ja. Hallo, Maus, reagieren. Damit wir die in Zukunft vom Schaltkasten aus unterscheiden können. Okay. Hier können wir mal einen Treibstoff hinlegen. Ja, da wollte ich jetzt nämlich gerade. Ja. Dass das hier das Ölgebäude ist. So, später mal irgendwie eine Wasserflasche herstellen und dann an dem einen hier noch einen Wasserkanister stellen. Nur der Hub, der kann bleiben, wie er ist. Doch eigentlich wieder angeschlossen werden, weil da läuft gerade eh kein Strom drüber. Und verbraucht, oder? Warte mal. Aber das ist doch da schon nicht die Ölleitung? Blöd. Okay, das ging bitte einmal zum Baustoffgebäude rüber und einmal zum Eisenwerk rüber. Und vom Baustoffgebäude aus möchte ich meinen, hatten wir provisorisch uns den Strom gezogen für das Ölgebäude, wo wir erstmal angefangen hatten wegen Plastik und Gummi, damit wir die Meilensteine bekommen. Das ist der Baustoffgebäude, ja. Ja. Richtung des Eisengebäude. Ja, warte mal. Oh, jetzt muss ich mir selber noch mal gucken hier. Nee, das Eisengebäude ist jetzt hier drüben. Oh, jetzt sind die übereinander gelappt hier. Die linke Seite ist Eisengebäude. Und hier rechts legst du gerade parallel rüber zum Ölgebäude. Okay, da muss ich das noch mal anders legen, da drüben. Und ist das hier das Kupfergebäude und noch mal Stahl? Nee, nur Kupfergebäude ist das. Oder wie der Elektriker sonst sagen würde, was ist das für ein Kabel? Verzeihen wir an alle Elektriker, die gerade zugucken. So, das passt jetzt hier, ne? Nee. Was denn jetzt schon wieder? Hast du hier irgendwas umgestellt? Ich hab nichts umgestellt, ich hab nur diesen Strommast dazugestellt und diese eine Leitung dazugelegt. Das hier war doch schon das Eisendings, dann fehlt hier aber ein Strommast. Für das Kupfergebäude. Kupfergebäude hat derzeit keinen Strom. Jetzt aber Strom haben, weil es gerade. Moment. Jetzt anschließe. Ja. Irgendwas aus Kupfer dabei. Ja. So, und dann kommen nämlich die Stangen und die Platten doch an den hier dran. Schwere Geburt schon wieder hier. Junge, Junge. Und das dann ist ja das jetzt hier. Das ist jetzt die Wasserpumpe. Und das hier ist ja dann wirklich Öl. Gut, Schaltkasten steht wieder. Ich kann mich verbinden und kann nämlich das zwischen. Hier raus. So. Ich habe jetzt Feuer gebaut. Kann ich die Daumen geben? Also. Man kann die Daumen nehmen, cool. Ja. So, und
Wenn ich jetzt in den Stromverbrauch reingucke, dann haben wir 1, 5 von 2, 1. Kann ja kaum sein. Ist aber so. Das Eisengebäude läuft, das Stahlgebäude, soll das so sein? Hab ich versehentlich angestöpselt. Moment. Hey, komm schon. Mach ab! Oh. Ist ab. Müsste jetzt auch sein. Nö. Was? Das zieht irgendwo Nebenstrom. Ach, hier, das Kabel. So. Jetzt ist aus. Ja. Okay. Ist es aus? Ja. Wir haben aber immer noch 1,5 Verbrauch. Die gesamte untere Etage des Stahlproduzenten ist aus. Bist du ganz sicher, dass du für Stahl damals nicht irgendwie nochmal weitere Anschluss gelegt hast? Hier ist alles aus. Und alle Miner fürs Stahlgebäude sind ans Stahlgebäude angeschlossen. Das Stahlgebäude verbraucht, wenn es hochkommt, auch gerade mal 500 Megawatt. Gesamt. Gerade mal ist gut. Wenn überhaupt. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl vor Augen. Kurzer Moment. Ich jetzt noch ein Quarz ran an den Quarzstrommasten. Was ist? Da ist Wasser, Öl, Eisen, Kupfer, Harz, Stahl. Hm? Ach so, ja, du bist der Anschluss für Stahl. Logisch. Ist der Anschluss für Harz? Genau, so passt das. Du warst irgendwann mal ein Provisorium. Wir machen Strom an. Wir machen Strom wieder nicht an. Okay, dann lassen wir den Strom aus. Wir machen jetzt aus hier. Du weißt, dass dir ein Kabel hier fehlt dazwischen? Oder wie wolltest du das handhaben? Oh. Ach, dann war das hier in der Mitte. Ach, deswegen. Das ist so blöd, wenn ich jetzt hier was abreißen möchte an Kabeln. Die hängen ja eigentlich durch die Kabel. Wenn ich die abreißen möchte, sind sie auf einmal wieder gerade. Die haben ja eine ganz andere Hitbox. Und wenn ich hier einen Mast wegreiße und das Kabel nicht sehe, dann reiße ich wahrscheinlich den falschen Mast ab. Das ist dann blöd. Ja, so, jetzt müsste aber wieder Strom haben. Genau. Haben wir 1000 von 2100. Jetzt habe ich es richtig geschaltet. Man sieht doch, was Wasser ist, außer das hier, das ist Wasser. Das müssen wir dann irgendwann mal so ein Wasserflaschen-Dings da hinstellen. Der Verbrauch geht immer höher, das ist dir bewusst, ne? Wir sind jetzt schon bei 1,4, 1,5. Warum? Ich weiß ja nicht, was jetzt gerade noch angeschlossen ist. Eisen war angeschlossen. Eisen war angeschlossen. Jetzt sind wir bei 800 von 2001. 900? Es sind noch ein, zwei Kalkminen hier im Hintergrund vielleicht noch und noch die Wasserpumpen, die das sind. Die Kohleminen. Deswegen schwankt das so ein bisschen, aber ansonsten müsste jetzt alles abgeschaltet sein. Wir haben die Produktion jetzt runtergefahren, um erstmal für mehr Energie zu sorgen, um dann wiederum für mehr Produktion zu sorgen. Und wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind fast 10 Minuten drüber. Oh.
Deswegen würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es trotzdem irgendwie gefallen und ich hoffe, dass ihr. Moment, wir sind in der 37. Folge. Ich hoffe, dass ihr morgen wieder reinschaltet. Ciao. Auf Wiedersehen.